Sucht bin. Meine Stimme, die kennt jeder in dem Banlieue. Meine Stimme im Banlieue, egal wo ich Sucht bin. Und es gibt sehr viele Sachen, wo ich selber misstrauisch bin. Ich bin auch jemand, der. Deswegen wollte ich auch ganz mit dir reden. Ja, verstehe ich natürlich. Was man gut verstehen. Warum, ne? Ja, Bruder. Weil ich bin bereit, es anzunehmen, den Veganismus. Ja. Ich war Spaß, oder? Musst du ja nicht. Du kannst ja auch, wie ich das mache, es gibt ja einen neuen Trend, da bevor ich das aufgehört habe und jetzt eine andere Art von vegan sein bin. Ne? Das nennt sich Flexitarier. Kennst du das? Flexitarismus? Bruder, Flexitarier? Ja, Flexitarismus nennt sich das. Das ist ein neuer Trend aus Amerika, Bruder. Und das ist halt nicht so lange her, dass es das gibt, aber das ist halt neu halt so. Das kennen auch viele nicht. Und das sind halt Menschen, die sich bereit dazu stellen, Fleisch mal zu essen. Das heißt einmal die Woche, einmal im Monat oder einmal im Jahr. Und die darauf bewusst achten, was sie da für Fleisch bekommen und das essen dann dementsprechend. Das heißt, du gehst jetzt zum Schlachter und fragst ihn wirklich direkt, was ist das für ein Fleisch? Und du isst nicht halt bei jeder Dönerbude dein Fleisch, weil das Döner, was heutzutage gegeben ist, ist Döner nach Dönerart zum Beispiel. Und das ist eine Paste, die nicht gesund und für unseren Körper nicht gemacht ist, sag ich mal. Also nicht gut ist. Weißt du? So, das sind halt Flexitarier, die sich schlau machen, Bruder, darüber. Die schon mal essen, aber jetzt nicht sagen, okay, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt kein Fleisch esse. Ja, ich verstehe, Bruder, aber das Ding ist, guck mal, weißt du, was meine Meinung nach ist? Ja. Es kommen immer neue Trends. Weißt du, was ich meine? 100%. Genau wie Vegetarier war mal ein Trend. Ja, vegan sein auch. Das sind alles Trends, Bruder. Richtig, richtig, safe. Und wir sollten nicht diese Trends immer folgen. Verstehst du, was ich meine? Nein, Bruder. Aber du musst auch wissen, warum ich darauf gekommen bin. Ich habe mich ja schlau gemacht, halt an Ramadan. Ich bin ja Moslem, Bruder. Ja. Ich habe mich davor von meiner Religion nicht so viel beschäftigt gehabt, wie jetzt vor kurzem, an Ramadan. Und da kam ich halt durch Koran lesen, durch Moschee jeden Tag besuchen, darauf, dass ich irgendwann als Moslem was mir Fleisch essen müssen, Bruder. Und dann saß ich halt mit den Brüdern irgendwann da am Boden in der Moschee drinne, also beim Essen. Da gab es halt irgendwann, also es gab jeden Tag Fleisch mit Salat und Reis. Ja. Ne? Ich habe immer das Fleisch, was da gab, immer abgegeben, jeden Tag, an die Jungs, die neben mir gesessen haben, vor mir gesessen haben, weißt du, was ich meine? Und habe das einmal verneint, dass ich das Fleisch nicht esse. Dann kam irgendwann der Tag, wo ich Hähnchen mit Reis hatte, als mein Essen, musste ich mich halt so für mich selber entscheiden, was bist du eher, gehst du nach dem Trend mäßig oder bist du eher Moslem, was dir eigentlich wichtiger ist vom Ding her? Ja, ich verstehe. Genau, Bruder, und deswegen bin ich jetzt nicht mehr Veganer, Bruder. Und habe mich dagegen entschieden gehabt. Okay. Also musste mich dagegen entscheiden. Weißt du, was ich meine? Weißt du, ich kenne dich noch nicht, aber ich finde, das ist ein gutes Kennenlernen, weil deine Charakterzüge, ne? Ja. Die sind sehr, sehr gute Charakterzüge. Weißt du, ich meine, so, du bist jemand, glaube ich, der entweder ganz oder gar nicht macht. Genau, Bruder. Danke dir. Vielen lieben Dank. Freut mich sehr, Bruder. Und das finde ich sehr stark, Bruder. Aber ich finde, dass du dadurch oft mit dir selber wahrscheinlich in einen Konflikt kommst. Weißt natürlich, du? Bruder, auf jeden Fall. Ich habe mit mir selber jeden Tag Krieg, Bruder. Ja, das ist normal. Deswegen glaube ich, Bruder, dass du dir das selber vielleicht auch zu schwer machst, wenn du diese Trends folgst und nicht halt diesen nachgehst, sage ich mal, ne? Ja. Wie soll man sagen so? Also ich gehe jetzt nicht nach den Trends, Bruder, sondern ich war ja, bevor dieses Veganismus bekannt wurde, war ich schon dieses mit meinen Freunden da in diese Richtung. Dass wir Tierwohl schätzen, dass wir darauf achten, was wir essen, was halt nicht auch nicht von gegebenermaßen nicht von der Erde ist und so. Da haben wir schon vorher geachtet, Bruder. Weißt du, ich meine, bevor das auf den als Trend angesehen worden ist, bevor diese militante Veganerin viral gegangen ist und so. Ich war schon, bevor sie gab's auf den, weißt du, an dieser Schiene drinne. Aber ganz kurz, Bruder, zum Beispiel, weil was ich meine ist, du bist jetzt vom Veganismus rausgegangen. Ja. Jetzt bist du Flexitarier, weißt du? Ja. So, und das meine ich, Bruder. Warum sagst du nicht einfach, du bist Muslim, ne? Ja, genau. Und, oder du bist Gott ergeben. Ja. Und achtest einfach auf die Sachen, auf die Schöpfung von Gott und respektierst die Sachen. Weil, wenn du heute dich Flexitarier nennst, zum Beispiel, das meine ich mit Trend. Das ist jetzt heute. Ich weiß genau, was du meinst. Ich verstehe auch genau.
Ich mache es aber auch bewusst, damit die Leute auch mal checken, okay, das muss jetzt nicht unbedingt jetzt vegan sein, sondern eine andere Sache, die sich auch so nennt. Und jetzt direkt Moslem sage, dann werden die Leute gar nicht auf mich eingehen wollen. Und das gibt es ja schon. Weißt du? Okay, ich verstehe, was du meinst. Also. Muss ja was anderes sein, Bruder, damit man auch irgendwie seinen Namen hat oder zu was steht, damit die Leute ein Interesse geweckt wird bei den Leuten. Sonst geht das ja auch nicht, Bruder. Du kannst ja nicht gleich wie alle sein und dann jemand, wer soll dich einschalten, Bruder, oder auf dich hören oder mit dir reden wollen. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich mich bewusst, bevor ich dann das alles gemacht habe, dann darüber noch schlau gemacht gehabt, wie ich das angehen werde, Bruder, weißt du? Also aus gegebenem Grund auf jeden Fall. Ja, ich verstehe das. Ich denke halt diese. Muss nicht sein, natürlich, Bruder, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, Ich bin Alhamdulillah weißt Moslem, du, weil natürlich, ich denke Bruder. auch, du bist zu clever, ne, um halt Trends, diese Begriffe schon allein zu nutzen von den Trends. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil dadurch machst du den Trend groß. Du machst ja gerade nicht dich selber groß, sondern Leute sagen dann auch, ey, ich bin auch Flexitarier und nicht, ich bin wie du, also dein Name, weißt du? Stimmt, ja. Hast du Verstehst recht, du, was ich natürlich, meine? natürlich. Schon Weil gesagt, gut gesagt. ich kannte Flexitarier nicht, aber jetzt hast du mir diesen Begriff gegeben. Das Ja. heißt, du machst gerade diesen Trend größer, als er wahrscheinlich schon ist, ne? Ja, Und natürlich. Ja. wenn noch mehr so wie du machen, dann wird das wieder der nächste Hype, weißt du? Richtig, gut gesagt, hast du recht, Bruder. Ja, und deswegen meinte ich, weißt du, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie du richtig heißt, wenn du zum Beispiel Yusuf heißt, ne? Ja. Nein, nein, Kahn heiße ich, Bruder. Okay, Khan. Warum einfach Yusuf? Ich Hätte sein können, Bruder, wollen. Khan. Ja. Deswegen dachte ich so, diese, dass manchmal macht man sich selber diesen Konflikt. Weißt du, was ich meine? Ja. Manchmal macht man sich selbst diesen Konflikt. Aber das, was du ja machst, Bruder, ist sehr gut, weil ich bin auch an dem Punkt so, dass ich selber merke, okay, ich habe viele Unterschiede jetzt gesehen, geschmeckt auch vor allem, Bruder, weil es gab Zeiten natürlich, ne, wo man zum Beispiel, man hatte jetzt keine finanziellen Mittel, um irgendwie hochwertigeres Fleisch zu essen. Weißt du, man hat jetzt immer das im Discounter, im Regalstand Genau, geholt. richtig, Bruder. Und dann irgendwann warst du mal bei jemandem zu Besuch, der vom Metzger geholt hat und dann siehst du schon da einen großen Unterschied, weißt du. Auf jeden Fall. Und da gibt es dann auch wieder Unterschiede unter den Metzgern und so. So, dass man halt diese ganze Sache eine Qualität gibt, ne? Ja. Und viele haben diesen Luxus gar nicht. Viele. Das geht ja nicht, wie ihr meint, zum Beispiel wie bei mir mit den nächsten Klamotten und so. Ein richtiger Veganer hat ja na, auch alles umgestellt. Aber wie soll ich das machen, Bruder? Das kostet auch alles viel Geld, Digga, Ja, verstehe ich. Ach ja, boah, das, was du gerade gesagt hast. Also Veganer, die achten dann auch auf ihre Kleidung, oder auf was? alles, Bruder. Nicht nur das dann auch ihre Wäsche und ihre, ne, alles Bettwäsche, das alles vegan ist dann, dementsprechend nichts mit Tierleid zu tun hat. Das ist ja Veganismus. Ja. Weißt du? Das kommt darauf, konnte ich aber nicht leider nicht achten, weil das Geld gegebenermaßen nicht da ist, Bruder. Man geht ja für normale Arbeiten, hat Ausbildung gemacht, ne? Aber als normaler Arbeiter reicht das alles nicht, Bruder. Da ist das halt, was ich meine. Weißt du, das ist vielleicht sogar so ein Lifestyle für reichere Leute. Und deswegen Echt? denke ich halt, das sind auch so diese Trends. Ich glaube, viele Sachen kommen halt mit diesem, wie sagt man das, mit dem Luxus. Das sind Luxusprobleme. Weißt du, wie ich Ja, Bruder, meine? auf jeden Fall, Bruder. Aber So. nicht nur das, Bruder, ich würde sagen, jeder sollte sich um seine Ernährung auf jeden Fall sorgen, weil du weißt nicht, was die Leute da in dein Essen reinmachen, Bruder, und womit die ihr Profit entziehen bei dir. Zwar schmeckt es, Bruder, aber es ist gar nicht gesund. Weißt du, Ja. das ist auch so eine Sache im Leben, das muss man sich bewusst sein, das ist halt wichtig. Weil die Tiere essen ja auch nicht ohne mit Geschmack oder irgendwas. Die essen ja ganz normal von der Natur. Oder andere Tiere, die haben ja auch keinen Geschmack. So, fertig, weißt du? Bei uns ist ja alles, was wir haben, muss schmecken. Und dann wissen wir, okay, das ist gut auf denen so. Aber Obwohl das von Bruder, denen ich nicht so glaube ist. schon, dass Tiere auch Geschmacksnerven haben. Oder na, oder haben 100%. Aber das Essen, was die essen, Bruder, das ist die? ja Ja. kein beigefügte Sachen oder so. Die essen ja Aber natürlich, du meinst weißt nicht du? ohne Geschmacksverstärker, ohne Dings. Genau. Ohne Okay. das Künstliche auf den, sag ich mal. Ja. Da sehe ich jetzt, wenn jemand zum Beispiel jetzt Pfeffer dazu tut, das sind ja keine künstlichen Sachen, das sind ja. Pfeffer nicht, Bruder. Das meine ich nicht. Aber ich meine jetzt so diese Sachen, die da rein, was chemisch ist. Weißt du, so die chemischen Sachen halt so. Das ist bei unserer heutigen Ernährung fast bei jeder Sache, die nicht, sag ich mal, natürlich ist, drinne. Ob Getränk oder Essen so. Weil ich zum Beispiel, ich bin zwar Christ, oder?
Ja. Aber ich gehe auch lieber Halal-Fleisch holen. Weißt du, was ich meine? Weil du meintest vorhin, du glaubst nicht, dass die bei Halal-Schlachtung auch Von der Halal sind. Industrie, vom Schlachter kann das sein, da musst du dem wohl glauben, das sollst du machen, Bruder. Aber ich meine jetzt so von der Industrie, ich denke nicht, dass die Türkei ihre ganz großen Schlachthäuser alles so machen, wie es sein muss. Also Halal, das, dies, das glaube ich nicht, Bruder. Zum Beispiel in der Türkei, ne, die nennen sich ja auch alle Muslime. Selbst da habe ich gehört, gibt es auch ne, große Industrien, die Schwein verkaufen an andere Länder und so. Okay. Wovon reden wir, Bruder? Es geht um Para, weißt du? Also im Okay, Endeffekt alles um okay. Geld. Ne, aber ich habe mich ein bisschen, was heißt, erkundigt. Ich bin noch über so ein Video gestolpert und in dem Video wurde dann quasi erzählt oder gesagt, dass die zu der Schlachtung, ja, also wenn das dann industriell passiert, ja, Ja. dass die trotzdem so, Bruder, ich bin halt echt viel zu weit davon entfernt, weil ich kenn mich nicht richtig aus, aber da steht dann so wie das Glaubensbekenntnis so. Ja. Überm Fließband so, weißt du? Halt, dass sie das so da drüber so schreiben Das war's auf und. den. Ich habe gehört über Megafone auf den, dass sie es das irgendwie laut ansagen. Nein, Einmal Bruder, nicht fertig. mal. Habe ich so gehört, Bruder. Ist auch schlimm, Echt? oder nicht? So falsch, oder ne? Oder was sagst du? Bruder, das glaube ich nicht, Bruder. Das glaube ich nicht, aber ich sag dir ehrlich, vielleicht wäre das sogar eigentlich noch besser, als diese einfach überm Fließband das so zu schreiben. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Das Fall. glaube Also, ich. irgendwie schon recht, aber ich frage, diese ganzen Methoden, die da angewendet werden und so, das glaube ich nicht, kann nicht halal sein, Bruder, irgendwie. Ja, Bruder, wie du gesagt hast, es geht natürlich um Geld und so. Da geht es nicht mehr wirklich. Also da verkauft eigentlich jeder so seine Werte irgendwann. Ja, bei irgendeiner Summe, da ist, glaube ich, jeder käuflich. Ja. Und ist natürlich super traurig. Aber ich hole trotzdem lieber Halal. Was ich meine Bruder, so. ich verstehe genau, was du meinst. Natürlich, Bruder, ich auch in dem Sinne, natürlich, Bruder. In dem Bann, yeah. Komm nicht in mein Bann, egal wo ich auch bin. Meine Stimme, die kennt jeder.